Moin und willkommen zu einem neuen Teil LS17 auf der Holland Landscape. Ja, Feld Nummer 10 ist jetzt mittlerweile auch abgedroschen. Da müssen wir jetzt bei Gelegenheit nochmal pressen. Aber ich will erst den Weizen eben umlagern. Ja, auf der 13 haben wir jetzt auch schon Gärreste ausgebracht, ist auch neu angesät. Also läuft alles. So, es gibt jetzt auf meinem Kanal oder bei meinen Videos noch eine kleine Änderung. Und zwar im Bereich der Hintergrundmusik. Ich habe da jemanden gefunden, von dem mir die Musik so, ja, auch ganz gut gefällt. Und ja, mit dem so ein bisschen geschrieben und ich darf seine Sachen auch für meine Videos mit benutzen. Und zwar ist das auf YouTube der Marblu Music. Ist noch ein ziemlich kleiner Kanal, aber ich denke mal, der hat es auch verdient, dass ihr zumindest da mal reinschaut und wem es gefällt, der darf da natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Ja, er macht ja, so Mixes von House, Hardstyle, Dubstep, halt alles, was so im elektronischen Musikbereich liegt. Und ja, ich werde euch seinen Kanal auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung mit verlinken und am Ende des Videos werdet ihr auch noch eine Einblendung bekommen, wo ihr dann einfach nur raufdrücken müsst und dann kommt ihr ja automatisch auf seinen Kanal. So, den Weizen, den will ich jetzt noch gar nicht mal verfüttern. Ich will den erstmal hier nur eingelagert haben. Das werden wir jetzt mal eben erledigen. Und ja, dann bin ich gerade noch am Überlegen, wo ich den Anhänger jetzt gleich lasse. Eigentlich am Hof bräuchte ich den jetzt eher nicht. Nee, warte mal, wir stellen den da hinten auf die Freifläche ab. Ich muss nämlich noch was beim Händler abholen. Hab noch mal wieder so ein bisschen Geld investiert. Weil ich will mir die Geschichte mit dem Tanken noch so ein bisschen vereinfachen. Jetzt müsste ich dazu, oder zumindest um halt meinen eigenen Diesel zu tanken, immer zur Biogasanlage mit den Fahrzeugen fahren. Das ist natürlich manchmal halt etwas umständlich. Und von daher habe ich noch eine Kleinigkeit gekauft, womit wir uns das Leben da so ein bisschen leichter machen. Das holen wir noch mal eben ab, machen, ja, oder füllen das eben auf, stellen es auf den Hof hin. Und dann mal gucken, dann können wir eigentlich auch gleich die Presse schon mal holen. Gut, der Mähdrescher, ja, der muss eigentlich nur getankt werden, dann geht der so komplett zu dem Hof rüber, wo ich den stehen habe, da kann ich den dann auch waschen. Und dann kriegt der das Maisgebiss ran und darf dann als nächstes die Sonnenblumen ernten. So ist zumindest jetzt erstmal der Plan.
So, und dann rein rechnerisch. Wieso habe ich dieses Dolly hier eigentlich drin? Das ist jetzt nicht das Originale, das ist ein Mod. Ich dachte, der könnte jetzt irgendwas Besonderes oder hätte irgendwelche besonderen Funktionen, aber irgendwie. Nee. Hat er nicht. Gut, dann werde ich da den Plan auch noch mal ein bisschen ändern. Falsche Taste. Ja. Kleine ungeplante Pannen. Ja, auf jeden Fall für die Zwecke werde ich mir noch mal ein anderes Dolly mit dazu nehmen. Das, was wir jetzt mit dran haben, das kommt wieder weg. Ich habe da für die Wildeshausen habe ich mir noch damals mal ein anderes fertig gemacht. Das können wir da besser für benutzen. Aber ja, für die eine Fahrt jetzt soll das wohl damit auch passen. Ich meine, mit den 15.000 Litern sollte ich jetzt hier eigentlich auch eine ganze Weile hinkommen. So ist zumindest der Plan. So, ich muss aber mal eben an dieser Stelle kurz unterbrechen. Muss mal eben für ein paar Minuten verschwinden. Wir machen gleich an selber Stelle weiter. Bis gleich. So, weiter geht's. Ja, entschuldigt die kleine Unterbrechung. War so nicht geplant. Kann aber, ja, leider Gottes auch mal vorkommen, gerade wenn man so mit dem einen oder anderen gesundheitlichen Problem belastet ist. Ist dann halt nicht immer so einfach, aber gut, muss man sich mit arrangieren und muss man mit leben.
So, und jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich das Teil jetzt am ungünstigsten hinstelle. Wir müssen das ja auch irgendwie so machen, dass wir da zum Tanken auch gut rankommen. Von daher hatte ich gedacht, ich schiebe den hier irgendwie rückwärts vor. Dafür muss dann aber erstmal der MF beiseite. Und ja, der MF ist eigentlich auch ein ganz guter Stichpunkt, gerade mal eben so. Und zwar wisst ihr ja mit Sicherheit, dass ich dabei bin, meine Mods alle so ein bisschen zu überarbeiten und zu überarbeiten halt. Und jetzt für euch ist das diese Woche. Also ich habe es jetzt noch Samstag, aber ihr werdet das wohl am Montag sehen. Von daher für euch in dieser Woche wird der MF bei Dutch Modding zum Download kommen und mein 700er Fendt, der auf jeden Fall auch in dieser Woche und dann ja nochmal irgendwie ein Anhänger oder ein Gerät. Und am MF habe ich dann die Gelegenheit auch gleich genutzt und noch ein paar Änderungen vorgenommen. Der hat jetzt auch ja, so ein durchsichtiges Grillgitter bekommen, wählbar in Schwarz oder Grau. Und man kann auch noch das originale Gitter von Giants wählen, was halt nicht durchsichtig ist. Einen animierten Motor hat er noch bekommen. Ja, Pedale, Handbremshebel wurde animiert, Joystick ist animiert und New Exhaust Effects hat er noch verbaut. Und das, was ich eben gerade anhörte, wie eine Tonstörung, ist so bei der Hintergrundmusik mit drin. Mich hat es gerade auch selber etwas verwirrt, konnte man wahrscheinlich auch merken, aber ist alles in Ordnung. So, das will ich jetzt hier stehen haben. Ja. Wird vielleicht demnächst nochmal irgendwo anders hingestellt. Aber ich denke mal, erstmal ist das da ganz gut aufgehoben. Hoffe ich jetzt mal. Ja, genau, das Dolly. Das entsorgen wir auch mal direkt, bevor ich das wieder vergesse. Zack, 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 zack. So, ich hoffe mal, dass man da jetzt nicht immer rückwärts ranfahren oder an die Rückseite von dem Tank ranfahren muss zum Tanken. Das wäre jetzt irgendwie etwas ungünstig. Aber ja, das werden wir jetzt gleich mal eben mit dem Drescher testen. Ja, sehr übersichtlich das Ganze. So, das passt. Dann kann der schon mal betankt werden. Ja, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, die Presse wollte ich holen. Eigentlich. Das andere, was da so ansteht, das hat ein bisschen Zeit, das kann auch warten. So, und ja, wir nähern uns jetzt auch schon so langsam dem Ende für heute. Also, Leute, wer
ja, bei Dutch Modding noch nicht angemeldet ist im Forum, kann dies gerne tun. Und ja, da wird es halt auch in Zukunft so meine Mods geben. Das heißt, wer meine Mods haben möchte, der fährt da eigentlich eh ganz gut mit, wenn er sich da anmeldet und hin und wieder mal ein Auge auf das Forum hat oder meine Facebook-Seiten. Da wird ja auch immer so das ein oder andere bekannt gegeben. Ja. Alle wichtigen Links zur Hintergrundmusik und dem entsprechenden Kanal von Marblu Music, zum Forum von Dutch Modding und ja, zu meinen Seiten und so, was halt da mit mir zu tun hat. Die ganzen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und ja. Ich bedanke mich damit erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe doch, dass es euch mal wieder ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denne. Tschüss.